Ratet mal zweimal, wo wir jetzt sind. Genau, zweimal. Das war schon falsch. Und das ist auch falsch. Wir sind jetzt in Geesthacht, haben jetzt einfach mal das Bundesland gewechselt. Deshalb stehe ich jetzt auf der linken Seite und nicht mehr auf der rechten Seite. Und an was sind wir jetzt hier? Wir sind hier an einer Elbschleuse. Genau. An einem wunderbaren Taxi. Und jetzt drehen wir uns einfach mal. Kommen Sie mal. In die Richtung. Damit wir, machen mal ganz schnell die Drehung nach da und zeigen mal, da fährt nämlich gerade ein Schiff raus. Flup. Na, kann man das noch sehen? Jo. Ja, sieht man noch. Da hinter Marcel. Genau. Kommst du? Da komme ich auf der Seite, weil wir haben ja die Seiten gewechselt. Genau. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man da passiert gar nichts. Nix. Ja, hier vorne ist ja auch eine Schleuse. Vivera wartet da schon. Und jetzt kommt das nächste Schiff und dann wird hier wahrscheinlich auch ein bisschen umhergeschleust. Das wollen wir euch mal zeigen. Schauen wir mal, dass wir das drauf kriegen. Genau. Also, bleiben wir hier im Regen stehen oder gehen wir kurz über das Dach? Wir gehen jetzt gleich unter das Dach kurz. Genau. Mal was ganz anderes auf unserem Kanal. War kalt. Ja, das auf jeden Fall. Oh, das ist nicht nur war kalt, es ist immer noch kalt. Meine Ohren sind hier total abgefroren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Grad wir eben hatten, aber ich glaube so um die... Ja, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. So viel Zeit kannst, muss sein. Kannst du ja schon mal gucken. Null, ja. Also nee, 3 Grad. 3 Grad, also mit ein bisschen Wind dazu und dieses feuchte Wetter, weil es ist ja noch so wie Miesel, ich sag mal Regen so. Das ist echt unangenehm. Das ist sehr, sehr unangenehm. Wir fahren jetzt ein Stückchen weiter die Straße darunter. Genau, zu einem Parkplatz, mal gucken, ob der gut ist. Den schauen wir uns mal an, wir haben den bei Park4Night natürlich entdeckt. Ja. Aber es ist offiziell ein Parkplatz und nicht für Wohnmobile geeignet, also Wohnmobilübernachtung geht da wohl nicht. Aber... Wir versuchen das mal als PKW, Van. Genau, als Van. Weil das haben die auch da geschrieben, Vans natürlich ist das schon möglich. Ja, na dann machen wir uns mal auf, würde ich sagen. Genau. Bis gleich. So, was der Marcel jetzt machen wird, ist bezahlen. Wo sind wir denn hier, Marcel? Wir sind hier am Wohnmobilstellplatz in Geesthacht. Also in Dings und es kostet wirklich 7 Euro. Ja. Das bezahlen wir dann mal jetzt. Theoretisch EC-Karte wäre möglich, aber wir haben Kleingeld. Was ich aber lustig finde, warum geht denn Zeit damit? So, und jetzt soll ich... So, damit können wir jetzt auf diesem Platz wunderbar stehen. Die haben sogar Spülschlauch und sowas alles. Kostet wahrscheinlich auch wieder 1 Euro. Nee, nur 50 Cent.
Und Trinkwasser gibt's auch, aber Trinkwasser brauchen wir nicht. Ja, und Fahrzeugwäsche nicht erlaubt, ist klar. Also, das sollen die auch hier nicht machen, wir wollen so Ruhe haben. Und jetzt kommt mal mit. Und jetzt guckt da mal dahin. Könnt ihr das erkennen? Das ist die Elbe. Ich habe eigentlich eher dahin, das Rote gemeint. Da ist das. Ach so, okay. Das also auf der rechten Seite war das. Genau, weil die Elbe ist links. Aber die Schiffe, die müssen ja alle da lang fahren, weil da ist zu uneben. Da müssen sie durch und da hinten waren wir. Ja, das Schiffshebewerk hier in Gestart. Genau, und weil es schon wieder anfängt zu pieseln, werden wir uns jetzt wieder ins Auto verziehen. Genau, und einen schönen Nachmittag uns verbringen. So sieht's aus. Ist das kalt draußen. Also ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, ich spreche auch für Stefan. Jo. Also wenn ihr unser Wintercamping schon gesehen habt, mit dem minus 11 Grad in Bergün. Ich fand das nicht so kalt wie jetzt gerade die 3 Grad, die wir da draußen haben. Ja, es ist sehr, sehr kalt, weil es so feucht, nass, kalt ist. Das ist ganz unangenehm. Boah. Aber hier drin ist schön warm. Genau. Und Stefan weiß davon noch nichts, aber ich glaube, wir werden jetzt, weil wir nun essen, macht ja noch keinen Sinn, ist ja noch eigentlich zeitlich in Ordnung. Obwohl für euch nochmal kurz der Blick. Das, glaube ich, kann man nicht sehen. Ach, dann macht die Tür auf. Oder doch, geht. Doch. Denn wir stehen direkt an der Elbe. Habt ihr ja eben gerade mitbekommen, 7 Euro. Wir werden jetzt hier kein extra Video machen für diesen kleinen Wohnmobilparkplatz. Das macht gar keinen Sinn. Und, oder? Nee, machen wir nicht. Nee. Nein. Es gibt Strom, es gibt Abwasser, es gibt Zuwasser, was man kriegt und ein Parkautomat. Also, und ein paar beerdigte, also ebenerdige Plätze und das war's. Also nichts Besonderes. Genau, Strom kann man auch noch dazu sagen, beziehungsweise das müssen wir gar nicht sagen, denn wir blenden euch jetzt da einfach die Informationen vom Park von Night ein, denn da stehen sie alle. Warum sollen wir es nochmal wiederholen? Ne? Genau. Wir werden jetzt entweder eine Partie Rommy oder Uno spielen, weil wir haben ehrlich noch ein bisschen Zeit. Film gucken wir erst heute Abend wieder und da ja, machen wir uns das jetzt einen schönen, sagen wir mal, schönen Vorabend mit ein paar Kartenspiele und ja, wir melden uns dann wieder, wenn es was zum Erzählen gibt. Wahrscheinlich, wenn ich die Karten ihm ins Gesicht geworfen habe, weil er betrügt und andauernd gewinnt. So ein Quatsch, ich betrüge nicht. Aber verlieren muss man können. Und er muss schneller reden können, damit die Kamera bei ihm bleibt. So, wir melden uns dann, ja, wenn es wieder was zum Melden gibt. So, unsere Spielepartie von Uno und Rommy ist zu Ende. Ich würde behaupten, sie ist unentschieden ausgegangen. Ja, so. Ich glaube, ich habe ein Uno-Spiel mehr gewonnen. Stefan hat definitiv ein Rommy-Spiel mehr gewonnen. Und ja, jetzt wird es Zeit für lecker Abendessen. Und da gibt es heute, soll ich das sagen, willst du es sagen? Kannst du sagen. Weil Stefan muss sich konzentrieren, nicht, dass er sich in die Finger schnappelt. Und zwar gibt es heute Blumenkohl, Kartoffelschirn und Buletten. Und zwar wirklich tatsächlich Buletten, keine Fettletten, ja, sondern Buletten. Das macht Stefan jetzt alles fertig. Und ja, wie gesagt, der Platz ist bis jetzt ganz angenehm. Wie gesagt, direkt an der Elbe, da haben wir gerade ein Schiffchen auch nochmal vorbeifahren sehen. Ja, mit der Straße werden wir sehen. Laut Park von Night soll sie ruhig sein. Abends gehe ich davon aus, weil da geht, wo geht es da hin? Keine Ahnung. Obwohl doch, da geht es nach Lauenburg. Das ist eigentlich eine Hauptverkehrsader zwischen Gestach und Lauenburg. Aber das ist aber 60, 50 hier erlaubt. Ja, 50, ja, werden wir sehen.
ob das uns Auswirkungen hat oder nicht. Morgen früh werden wir euch das sagen. Aber es ist noch nicht so weit für morgen früh. Jetzt, wie gesagt, wird lecker Essen gemacht. Und es gibt etwas ganz anderes als sonst. Ihr kennt ja unsere Weine, die wir schon so haben. Diesmal gibt es ein OS, was aber auch wieder von der A ist und wieder von unserem Weingut. Es ist nämlich ein Blanc de Noir in Spätburgunder Feinherb von 2018. Den trinken wir, haben wir gestern schon mal getrunken. Den werden wir jetzt aber als Küchenwein unter anderem trinken. Dann macht es nämlich für Stefan viel mehr Spaß zu kochen. So, und jetzt zeigen wir mal einen Blick auf den Blumenkohl. Ich habe ein bisschen zu viel für den kleinen Pott. Was heißt klein? Der ist ja nicht klein. Der reicht ja, also... Ja, das sind 2 Portionen. Das heißt, wir werden noch welchen für morgen haben. Morgen kein Mischgemüse, aber dann haben wir wenigstens mal eine Dose Mischgemüse. Ich würde sagen, hier im Auto, aber dazu werden wir euch morgen etwas erzählen. Zu Thema Auto. Aber erst morgen, weil heute sagen wir dazu nichts. Ja, dann werden wir jetzt das alles mal hier in... Und das ist das Wunderbare, aber wo er gesagt hat, für morgen. Denn wir haben hier Lock-O-Lock-Dosen und zwar auch in einer größeren Form. Das heißt, wir können jetzt wunderbar welche da rausnehmen, reinpacken in den Kühlschrank und haben morgen noch etwa... Nochmal was. Busch, ja. Und wir machen auch mehr Buletten heute. Dann gibt es morgen halt dasselbe wie heute. Ist nicht schlimm, schmeckt trotzdem gut. Ja, und jetzt möchte Stefan bestimmt Unterstützung haben. Deshalb sage ich bis zum Abendessen. Mal wieder ist es soweit. Es heißt Mahlzeit. Wir haben heute Klöpse gemacht und Blumenkohl und Kartoffeln. Marcel zeigt da mal drauf. Musst du noch ein bisschen weiter runterhalten. Genau. Er kann das nicht sehen, deswegen sieht das so aus. Ich hoffe, das wird schmecken. Aber ich gehe davon aus, wird ja schon irgendwie schon hinhauen. Der leckere Wein dazu, genau. Dem Marcel schmeckt der Wein auch, also von daher müssen wir uns mal merken. Ist halt nicht so ganz süßlich, sondern es ist ein halbtrockener Wein, aber den mag er auch. Das ist halt schön, nochmal ein Ersatz, also ein Wein mehr zur Auswahl zu haben. Ja, ich würde sagen, wir werden jetzt das Essen erstmal genießen und werden danach dann natürlich wieder aufräumen und so weiter, aber inzwischen ist immer noch ein bisschen Pause, damit man sich auch erholt und werden dabei die Aussicht genießen. Es ist jetzt, glaube ich, etwas aufgeklärt, habe ich gerade gesagt, aber es scheint hier wieder zu regnen. Also, naja, man weiß nichts Genaues. Wir lassen uns überraschen. Wir genießen jetzt erstmal das Essen. Guten Hunger! So, ich fühle mich echt wie Kai. Man wird angeleuchtet. Ein Morgenstern. Dementsprechend seht ihr natürlich nicht das, was wir sehen, aber das hättet ihr so oder so nicht gesehen, weil das viel zu weit weg ist. Wir haben gut gegessen, wir haben jetzt wunderbar abgewaschen, haben auch schnell das hier entsorgt, weil da ist eine Entsorgungsstation. Das ist natürlich perfekt, obwohl wir biologisch abbauen, ich nenne es mal jetzt fit, so kenne ich das, Spülmittel ist das, ne? Spülmittel wäre das richtige Wort. Aber trotzdem, wenn es hier ist, dann machen wir es natürlich dahin, wo es hingehört. Ja. Ja. War auf jeden Fall lecker und wir werden jetzt hier noch ein bisschen den Abend genießen sozusagen. Genau, hier direkt an der Elbe. Jetzt ist gerade kein Schiffchen, kommt auch jetzt erstmal nichts. Und ja, was soll man sagen, ne? Also, das war jetzt ein toller Tag. Ja. Heute hier in, also erstmal in Lüneburg war ein schöner Tag. Dann natürlich jetzt in Geesthacht. Lassen wir den Abend ausklingen. Genau. Ja, morgen werden wir einfach sehen, was passiert. Wir wissen es noch nicht. Also Frühstück in Geesthacht, so viel wissen wir. Ja, und alles in Ruhe und ganz bequem. Also es ist ein entspanntes Wochenende, dieses Wochenende. So soll es ja auch eigentlich sein. Wenn man schon mit dem Bulli unterwegs ist, dann soll es entspannt sein. So ist es. In diesem Sinne sagen wir jetzt gute Nacht. Und bis gleich morgen zum morgendlichen Appell. Genau, ihr müsst die Uhr, abwarten. Und eins sage ich euch, die Uhr hört glaube ich bei 7 Uhr auf. Wir stehen nicht um 7 Uhr. Nein. So viel können wir euch schon verraten. Also, bis gleich dann. Bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 8:30. Das kommt hin. Auf jeden Fall haben wir heute klare Sicht. Also genau. Einigermaßen klare also Sicht. Also wir können auf jeden Fall bis da hinten sehen. Mit der Kamera weiß ich nicht, wie man das sieht. Das können wir nachher vielleicht auch mal... anderweitig aussehen, ja. Weil wir dann zoomen können. Ja, wir suchen jetzt einen Bäcker
Und dann kommen wir hier wieder her, weil wir haben ja bezahlt bis 16 Uhr. Und hoffen, dass unser Parkplatz noch da ist. Ja, aber ich sehe ja, davor sind ja auch noch zwei Plätze. Also wenn der Platz weg ist, dann nehmen wir halt einen anderen. Aber ich glaube, so gerne stellt sich keiner hin, weil wir stehen direkt an der Entsorgungsstation. Und da stehen eh die wenigstens gerne. Das stimmt. Ja, dann werden wir jetzt losgehen. Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal kurz gucken auf mein Informationstool hier. 3 Grad Pi mal Daumen haben wir es wohl. Ja, es ist relativ kalt, aber wir können ja noch mal kurz zeigen. Ich wiederhole mich, es ist 1 Grad. Und den Baum da, den habe ich fotografiert. Warum auch immer, aber ich fand ihn schön. Ja, Schönheit ist immer... im Auge des Betrachters. Genau, aber ich finde den auch nicht schlecht. Also der sah ganz gut aus. Okay, ich muss noch einen Filter drüber legen, damit ihr das so seht, wie wir es aus dem Auto sehen. Weil dann sah er natürlich noch ein bisschen imposanter aus. Ja, wir machen uns jetzt auf. Genau. Bis gleich. Bis gleich. So, wir haben es. 10.43 Uhr. Viertel vor 11, wir haben gut gefrühstückt. Ja, ausgiebig in aller Ruhe. Wir werden uns jetzt auf dem Weg nach Hause machen. In Richtung nach Hause. In Richtung nach Hause. Ja, hatten irgendwie einen ganz anderen Bäcker laut Navi geplant. Der war aber mitten in der Innenstadt, da konnte man mit dem Auto nicht rein. Ja, da kam dann ein anderer Bäcker. Und auf dem Weg zur Innenstadt sozusagen. Genau. Und da haben wir dann den genommen, ja. Also das Brötchen war gut, das Baguette-Brötchen, die Croissants waren auch richtig gut. Also sehr lecker. Wenn ihr mal hier seid in Geesthacht, Bäcker Gebrüder Eggers, selbst bezahlt, ne, ist keine Werbung. Aber die waren auf jeden Fall sehr lecker, kann man empfehlen. Also wer knusprige Brötchen mag, ist da richtig. Ist ja auch immer, wollte gerade sagen, Geschmackssache, klar, nicht alle mögen die gleichen Sachen, wäre ja auch sonst langweilig. Aber wer so knusprig Brötchen mag und also Croissants waren auch richtig gut, also der ist da richtig. Ja, wir sind jetzt gespannt, wo es lang geht, ob wir jetzt noch in die Bispinger Heide fahren oder nicht, das entscheiden wir dann mal spontan. Ja. Und ja, hier in Geesthacht gibt es ja noch eine Fischaufzucht. So eine Fischtreppe. Mhm. Vielleicht fahren wir da noch kurz hin und zeigen euch das. Ja, wie gesagt. Wir schauen. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Jo. Ich habe mich mal winterfertig gemacht, weil es ja doch kälter ist und doch immer so ein leichtes Nieselringen. Ja, so kalt ist es nicht, aber diese Nasskälte, ja, genau. Das ist einfach das Unangenehme. Also wenn ich angucke, ich bin hier fast dicker wieder eingepackt als bei minus 11 Grad. Ja, da war es angenehmer, aber gut, ist halt so. So, ich muss mich ja korrigieren, was habe ich gerade gesagt? Wir fahren in die Bispinger Heide, ist ja völliger Schwachsinn. Es ist die Behringer Heide, da sind wir schon, hier ist so ein Informationsschild. Wenn ihr das euch durchlesen wollt, kommt hierher. Das erzählen wir euch nämlich jetzt nicht. Ja, und es war mal ein Teil eines Truppenübungsplatzes der englischen Militärer. Ja, okay, jetzt habt ihr einen Teil erfahren. Mehr müsst ihr herkommen. Genau. So, aber ein bisschen zeigen wir euch, wir gehen ein bisschen spazieren. Ja, das Frühstück muss abtrainiert werden. Ne? Und wir nehmen euch mit. Das machen wir auch. So, laut Informationstafel soll das jetzt hier der schöne Blick sein. Also, ja, klar. Die Heide blüht natürlich nicht. Ich denke, die Erika. Ja, auch bekannt als Erika, das wollte ich gerade noch sagen. Aber trotzdem, also wenn es jetzt nicht so diesig wäre, hätte man, glaube ich, einen weiten Blick. Da hinten ist noch so eine typische Heidehütte. Ja, aber ist nur ein Unterstand, mehr nicht.
Ja, wir machen ja jetzt nur den kleinen Rundgang, 1,2 Kilometer. Das gibt es auch 4,7. Also hier kann man wirklich sehr, sehr, sehr weitläufig laufen. Aber halt, okay, bei dem Wetter, wenn es jetzt nicht diese Nasskälte wäre, könnte würden wir das auch machen. Weil das einfach erholsam ist, aber ich muss dazu sagen, ich bin leicht angeschlagen und ich will das jetzt nicht auch noch provozieren, indem ich sagen kann, na, klar, jetzt laufe ich ja am besten noch nackt. Das, das machen wir jetzt nicht. Nee, das sowieso nicht. So, angeblich sind wir, also nicht angeblich, sondern jetzt sind wir bei der schönen Aussicht. Also das, was ihr hinter uns seht, das soll zur schönen Aussicht sein. Also da waren drei Schritte weiter, ja. Genau, da stand nämlich extra ein Stein. Da wollte ich nämlich hin, um jetzt euch noch was zu sagen. Und zwar bezüglich den Platz, wo wir stehen. Also der Wohnmobilistenplatz in Geesthacht für 7 Euro kostet der ja pro Nacht. 3 Nächte dürft ihr maximal stehen. Also es ist doch schon einiges zu hören am Straßenverkehr. Ja. Es ist sehr beleuchtet. Gerade wenn andere das Licht anlassen an ihrem Wohnmobil, was ich auch nicht verstehe, aber das kann eigentlich aus. Also wenn man sich dazu machen kann, also wir hätten auch den Vorhang natürlich zumachen können, ist viel Arbeit, aber das war jetzt nicht so schön. Andererseits heute Morgen die Aussicht natürlich auf die Elbe. War schön. Ich weiß nicht, ob ihr auf unser Instagram-Profil, falls ihr das gar nicht wusst, wir sind auch bei Instagram, Kreuzfahrtbulli heißen wir dort auch. Da haben wir ja ein schönes Bild von einem Baum gepostet. Also, wenn man solche Aussichten auf die Elbe hat, das ist schon was. Da macht das schon Spaß. Ja, das wollten wir noch gesagt haben, bevor ich das wieder vergesse. Ja, und jetzt werden wir hier in Ruhe den Spaziergang noch machen und dann melden wir uns aus dem Auto wieder. Genau, das ist der Plan jetzt. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück, haben einen schönen Spaziergang durch die Heide gemacht. Und haben eine rote Nase. Eine total rote Nase, der Tour war auch. Ja. Passt auch zu dem Thema, was ich noch ansprechen wollte. Ihr habt ja vielleicht gesehen, wir sind durch Pattensen gefahren. Und es gibt bei uns so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, über Peine, Pattensen nach Paris. Pattensen waren wir, Peine sind wir irgendwie andauernd. Und Paris ist Stadt der Liebe und die haben wir im Herzen. Aber da fahren wir jetzt nicht mehr hin. Jetzt hast du den schönen romantischen Moment kaputt gemacht. Oh, das macht er immer. Entschuldigung. Und dürfen auch gar nicht. Nachher kriegen wieder irgendwelche Leute Pimpernellen, wenn hier zwei Männer es romantisch machen wollen. Das wollen wir ja nicht, ne? Oder wenn, ist es uns scheißegal. So, du hast aber noch was zu sagen. Ja, genau. Ich habe noch was zu sagen. Ja, wir werden jetzt heute etwas beginnen mit einem, ja, wie soll ich sagen, dem Ausräumen des Fahrzeuges, weil wir die Schiebetür reklamiert haben. Und VW, also das heißt das Werk VW, möchte gerne, dass alles komplett geprüft wird. Also das heißt Steuergeräte und so weiter. Die haben das Beweisvideo ja bekommen und haben auch gesagt, oh je, da ist ja irgendwas, da müssen wir dann nachgucken. Aber dazu muss die gesamte hintere Innenverkleidung alles komplett raus, weil die gesamte rechte Seite abbauen müssen, um an die Steuergeräte und alles ranzukommen. Wir werden also das Auto jetzt für eine Weile erstmal nicht benutzen können, weil wir dann alles ausbauen. Zumindest nicht als Camper. Genau, der wird eine Woche zu VW hingehen, wird eine Woche dann auch Zeit haben. Ich hoffe, dass das denen dann mal reicht, das Problem zu beheben. Aber ich sag mal so, es ist ja ganz gut, weil wir werden natürlich die Anstrengung... Aus der Not eine Tugend. Genau, aus der Not eine Tugend machen, nämlich... Jetzt ist der Spruch wieder uns eingefallen. Ja, ist dir wieder eingefallen, genau. Und werden dann natürlich auch das Auto komplett grundreinigen. Also von daher, warum eigentlich dann mal nicht das nutzen? Genau, und ihr habt das wahrscheinlich schon längst gesehen. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Instagram, denn das... Wenn alles gut ging, habt ihr das bei IGTV, also Instagram TV, gesehen? Weil da wollten wir jetzt kein extra YouTube-Video machen, weil das können wir euch mal oben verlinken vielleicht oder auch nicht oder in den Beschreibungen. Oder guckt einfach mal rein, denn wir haben hier schon Vanlife, Wasserleitung, Sanierung, Wasserleitung und auch Versiegeln und Reinigen gemacht, Videos. Deshalb gibt es da kein YouTube-Video, sondern bei IGTV lief es oder läuft es noch? Auch wir wissen es nicht. Ist unser erstes Video, was wir da... theoretisch reinstellen wollten und bereits gehabt haben, etc., weil wir sind in der Wie auch immer, zu kompliziert. Ja, das ist Gegenfahrt, Zukunft und Futur 3. Ja. Guti. Wir fahren jetzt Richtung nach Hause. Deshalb war es das von einer kleinen Videoreihe. Heide Witzka
ist Lüneburg schön, wenn das Wetter passen würde. Wetter war dieses Wochenende nicht so schön, aber wir haben ein schönes Lüneburg gesehen, wir haben ein tolles Erlebnis an der Elbe gehabt. Jetzt schön durch die Heide nochmal, deshalb Heide Witzka. Das war nochmal schön. Schöner Abschluss. Und deshalb sagen wir, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Teilt das Video gerne. Abonniert uns. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, eine neue Folge. Kreuzfahrt, genau, eine neue Kreuzfahrt mit unserem. Nein, eine neue Folge bei Kreuzfahrt Bulli. Bis später. Nee, bis dann. Ciao.